krankeste Reaktion auf YouTube. Ah, meine Koi, Alter. Ich bin krank. Aber wir hassen weiter. Schreibt gute Besserung in die Kommentare. Wir gucken heute leichte Kost. Hungriger Hugo. Sind Sie eine TikTokerin? Ich bin erstmal männlich und ich mach keinen TikTok neben. Was läuft? Gottlos. Letzter Abend zu Hause. Sancho. Letztes Mal insgesamt, Digga. Was soll ich bei deiner Traueransprache sagen? Ja, also ein Glas sagen. Ja, Knossi hat ja in so ein Survival-Format jetzt, wo er über, weiß gar nicht, über den Atlantik fährt oder so. Auf jeden Fall crazy, Digga. Schneewittchen wäre schön. Und dann kommt zum Leichenschmaus die Arzt rein mit, hey, das geht ab. Ja, das ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. 11 Kilo kann ich noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganzen E-Shishas hindrücken soll. Stange frische vom Duty Free. Was soll ich jetzt zugeben? Ich werde einteilen müssen. Ich muss gucken. Alter, wie lange fahren die denn? Also ich rauche auch viel zu viel. Digga, brauchen wir nicht drüber reden. Ich rauche 3 Stangen im Monat, Alter. Aber kleine. Wie lange glaubst du, realistisch braucht ihr? Minimum 2 Wochen, 2,5 Wochen. Nur auf einem kleinen Boot. Ich werde dich nochmal anrufen. Ist das krank? Anrufen, Digga. Ja, ruf mich nochmal. Digga, 2 Wochen mit irgendwelchen Menschen auf dem Schiff. Ne? Ich würde mir die Kugel geben, Junge. Und denk auch mal zwischendurch an mich die nächsten Wochen. Also für die Leute, die nicht wissen, was Knossi macht, ah, perfekt erklärt. Auf einem Segelschiff mit mehreren anderen Leuten den Atlantik überqueren. Zu einer Zeit vom Wetter, wo Experten theoretisch gesehen von abraten. Die haben ein paar Leute gefragt, die das auch machen. Und die haben abgelehnt, weil die meinten, zu dem Zeitpunkt das zu machen, ist verrückt. Das ist dumm, ja. Dieses O7-Ding, Digga. O7? Was ist O7, Digga? Was ist ein O7? Was ist ein O7? Boah, ich bin einfach ein Boomer geworden. Was ist O7? So geil, wenn der Chat ihm verkauft hätte, O7 ist der beste Knoten, den man auf See machen kann. Meines Wissens nach, ich habe nochmal geguckt, wetter.de, Atlantik. Wenn du eingibst, Atlantik, kommt warm. Chillig, Junge. Ey, aber ist doch krass, ne? Ich weiß gar nicht, wie sie das sicherheitsmäßig machen. Digga, ist da die ganze Zeit ein Heli dabei oder what? Ist das so schief? Halt doch mal die Kamera gerade. Oh Mann, Schatzi. Du musst heimkommen. Du musst die Sachen wieder so schön einpacken. Ey, glaubt ihr, ich komm braun gebrannt zurück? Oh, Scheiße, ey, das ist aber auch eine Zumutung. Dieser Körper ist eine absolute... Was ist mit seinem linken Nippel los, Digga? Und der spuckt einfach... Bruder, was ist das? Das ist eine absolute Baustelle. Das kannst du auch operativ, kannst du hier niemandem mehr helfen. Was ist denn das? Ich sag ehrlich, Digga, mein Körper sieht nicht anders aus, Alter. Könnt jetzt blank ziehen, mache ich aber nicht. Ich habe größten Respekt, ich würde mich viel zu doll schämen. Sind so süß, oder? Die wiegen ja wirklich aber nicht. Die sind ja jetzt nicht frisch von dir. Dann lauft die noch warm. Schatz, der ich glaube, das ekelige. Ist nötig. Das ist wirklich zu viel Platz. Das ist eine Stange Zigaretten, da kann ich auch 2 mitnehmen. Ja, ich hab... Ich dachte, du freust dich. Wir sind auf diesem Boot, oh, und dann ist das Land hinter uns weg. Und dann weißt du, das kommt jetzt auch 3 Wochen nicht. Würde ich nicht machen. Ehrlich, hätte ich keine Eier zu. Pack jetzt noch so ein Kuscheltier mit, ey. Man weiß nie zum Kuscheln abends. Gönnergy-Trikot. Team Gönnergy-Trikot. Für den ist das echt eine Partyreise. Willst du mich verarschen? Für Marc Eggers ist es echt eine Partyreise. Ich habe super Gedanken dabei. Ja. Wir werden die Seemannslieder auf jeden Fall singen. Ich nehme noch eine Piratenflagge mit. Oh yeah, bestimmt schlau, Alter. Das ist ein Boot, Alter. Das ist einfach ein Boot, Alter. Mit 3 Mann, die draufstehen, Alter. Piraten, das sind auf jeden Fall keine von uns. Fahr weiter! Hab ich auch gesagt. Craft Attack Chat, ich muss Minecraft spielen. Was soll ich da auf dem Boot auf dem Atlantik, Digga, ohne Minecraft? Wie langweilig. Boah, ich sag dir ehrlich, der hat einfach Angst. Hätte ich auch, aber kann man ihn nicht mal übel nehmen, sag ich, wie es ist. Jungs, nimm doch mal ein bisschen das Sieger hier in den. Let's go, jetzt hat man richtig geile Party gemacht. Hier ist jemand, ganz interessanter Chatter. Craft Attack mit Trimax, du geile Sau. Der geilste Stream im Jahr beginnt. Bester Streamer, Herz. Trimax, du geile Sau. Ich glaub's nicht, Herz. Ich freu mich. Ey, Trimax, endlich Craft Attack. Geile Sau. Dann spammt er 50 Mal Galactus kommt. Dann schreibt er L-Event, Trimax, du... Ah ja, chillig, Digga. Das ist, wenn man nicht auf Leute reagiert. Perfekt, Digga. Ich hab nur noch eine Spitzhacke. Hast Sollen wir mal Minecraft spielen? Ich habe noch nie Minecraft gespielt. Ganz ehrlich, lohnt sich Minecraft, Digga? Ich habe gar keine Ahnung davon. Ist das ein gutes Spiel? Schreibt's mal in die Kommentare. Kann ich hier was bauen, Chat? Ich könnte damit gar nichts anfangen, ne? Eisen. Wie mache ich Eisenklumpen? Eisenbarren. Wie mache ich Eisenbarren? Eisenblock. Wie mache ich Eisenblock? Eisenbarren. Wie mache ich Eisenbarren? Afft euch! Genau so, Digga. Auch geil, dass du noch keine Rüstung hast, obwohl du schon seit 4 Stunden spielst. Ich brauche keine Rüstung. Yeah. Oh Mann. Was denn jetzt? Oh, die Dinger explodieren auf jeden Fall. Das ist so ein Creeper, ne? Die kenne ich, Digga. Alter, hat der nicht mal eine Tasse im Schrank? Ich brauche keine Rüstung. Das ist eine Kiste, richtig? Ich wette gerade. Wie komme ich hier raus? Scheiße. Aha. Perfekt, Digga. Glaubt ihr, muss ich was machen oder kann ich das einfach so stehen lassen? Pass auf, was ich jetzt mache. Sterben. Perfekt, Digga.
Mann! Oh. Was ist das? Ey, ich würde auch rein. Ja, Digga. So ein Assi, Digga. Oder steht man da nicht? Nein. Das verstehe ich alles, um ehrlich zu sein, nicht so richtig. Ich hab morgen zuerst ein Videodreh, dann habe ich ein Fußballspiel, verpasst dadurch das Endevent. Boah, wird mich das nerven, Digga. Tu ich nicht. Ich lasse mich in der 70. auswechseln, sprinte los mit meinen Fußballschuhen, Stutzen und Stollen und alles, setz mich ins Auto, baller nach Hause. Ey, Macher, ja. Gut durch, mit Körper. Und da ist krieg den durch, Alex! Trimax, Digga, war er das? Hat Trimax das Tor geschossen? Nein. Steckt das. Sowas von da. Boah, das übersteuert zum Glück gar nicht. Friedrichsgabe. Oh, da habe ich früher gewohnt, Digga. Das ist da schön Norderstedt, die Ecke. Da sehen wir es im Stream. Max ist auf dem Weg. Der will nämlich streamen. Der will zu Craft Attack. Der Max wird da richtig schön im Trikot verschwitzt sitzen und direkt Craft Attack reingeht. Hat's geklappt? Ich war gerade auf dem Platz. Ich spiele Minecraft. Hör mal, den Fußballschuhe am Stutzen. Geiler Typ, Digga. Aber man muss sagen, kann Trimax, über Trimax kann man viel erzählen. Aber der Typ ist unfassbar intelligenter Mensch und ein Durchzieher, ein Macher. Er weiß genau, wann er wie was machen muss, Digga. Um immer up-to-date zu sein, weil man muss mal überlegen, wann hat er angefangen? Vor 7 Jahren oder so? Und der ist nicht einmal irgendwie abgedriftet oder abgefallen oder so. Der macht immer weiter. Das ist krass. Geil! Außerdem habe ich mal gehört, der hat früher im Herald Center gechillt und sich da gebeult. Es kann einfach sein, dass ich mich mal mit ihm geprügelt habe, Digga. Travis! Boah, was sind das für Viecher, Digga? Sieht relativ gruselig aus. Boah, geiles Lied, Digga. Es sieht halt irgendwie echt nicht interessant aus, das Game, Digga. Keinen Fall von irgendjemand in die Ecke schieben. Warum fehlen da Treppenstufen? Starbucks, warum hast du hier so eine Scheiße hochgebaut? Mach das weg! Alle gehen sie hops, ne? Ey, hätte ich den gehittet, wäre krass gewesen. Und tschüss, Digga. Oh mein Gott, die Suro-Treppe. Bro, hier ist es. Hey, wer würde denn da oben was Krasses hinlegen? Oh. Ey, ich meine, wer würde da oben eine Kiste mit wirklich sinnvollem Stuff hinlegen? Ja, Trimax, Digga. Da oben würde Powerplatte. Das war oldschool, Digga, diese Schnittstile und so. Pro Tag wollen wir versuchen, so um die 40 Kilometer zu laufen. Und ja, damit wir noch gut in der Zeit sind. Ich sag dir, schön Star Wars. Wir kommen bei dem Wetter nicht mal. Wir können so nicht weitergehen. Das ist unmöglich. Wie sollen wir hier Meter machen? Wow, was ist denn deren Mission überhaupt, Digga? Was ist das hier? Orkan ist Mindset! Der deutsche Skillwetter! Ich wollte halt sagen, Digga, das ist so ein bisschen Luft da. Ich will bei jedem Fenner und jetzt ist der Grill umgefallen! Mir ist der Grill umgefallen! Wie heißt der nochmal? Sivo, Savi, so irgendwie sowas. Feierinterview? Oha, Bruder! Das war zu knapp gerade, Digga. Du läufst auch auf der falschen Seite. Nee, er läuft richtig, Digga. Boah, Digga, ich würde links laufen, glaube ich. Alter, warum fahren die? What the fuck? Warum fahren die auf der linken? Also, wieso fahren die? Sind die in England unterwegs oder was? Das war gestört, Digga. Vor allem auf der anderen Seite, das ist das, ne? Was ich mache. Ich wollte gerade sagen, die laufen doch richtig. Ich war gerade richtig verwirrt. No access for general public. Ah, hier haben sich das aber manche nicht sagen lassen. Sind einfach trotzdem rübergegangen. Perfekt, Digga. Er hat Musik gehört oder so. Entschuldigen Sie, haben Sie das Schild nicht gesehen? No, it's okay. Meine Hose ist sehr eng. Ich hoffe, das passt. Oh ja, Beinmassage ist auch krass. Hat er sich im Stream massieren lassen? Also, Digga, Thai-Massage ist unfassbar geil, aber auch richtig stressig, wenn die da auf dir rumtrampeln. I just work all day. Yeah, I have a sellout stream. Do you know Minecraft? For the relaxing music right now. Can we change to Minecraft relaxing music? Yeah, I can. Wenn ich da anfange. Was labert ihr? Warum schwimmt ihr? Er wurde beschwört. Hä? Nein, da ist gar nichts. Was labert ihr? Bro, Jungs, also ich kann euch sagen, wie es ist. Wenn da jetzt Ständer wäre, dann würde er bis zur Decke gehen. Das ist völlig normal. Ganz ehrlich, ich bin auch mal massiert worden. Das ist halt, du wirst am ganzen Körper berührt, Digga. Wenn du da einen Harten kriegst, kriegst du einen Harten, Digga. Ich glaube nicht, dass sie das erste Mal in ihrem Leben sieht. Wird öfter passieren. Tu einfach so, als wenn nichts ist. Und easy going. Einfach weitermachen. Ich würde nie was Böses sagen über Chef Strobel. Ich würde niemals irgendwie dagegen gehen. Ich würde niemals irgendwie Chef Strobel dissen. Warum nicht? Macht der wirklich, gell? Der schreibt mit 7 gleichzeitig. Was ein Typ. Ist es so ein Frauenversteher? Ist es so...
Nö, lass ihn doch, Digga. Wenn die alle voneinander wissen, ist doch nichts los. Ein Typ, der bei Frauen gut ankommt, gell? Versteh das nicht, der ist doch hässlicher als ich. Oh, schrei die, Digga. Direkt. Aussage bereut. Das Internet vergisst nie, Kinder. Ihr braucht nichts reinschreiben, ihr braucht es auch nicht klippen. Satter Hugo, muss man sagen, und hungriger Hugo, Digga. Die machen krasse Videos. Auch seit 3-4 Jahren oder so, immer am Hustlen. Guckt euch die anderen Reactions an, wir sehen. Ja.